Vor 30 Jahren wurde mit der Planung begonnen. Fertig ist er bis heute nicht, der Nordring und damit die neue Streckenführung der Bundesstraße 57. Das letzte Teilstück zwischen Engelblecker Straße und Hohenzollernstraße ist 2016 für den Verkehr freigegeben worden. Dennoch, kaum einer nutzt es. Entlasten soll die neue Strecke vor allem die Künkelstraße. Und die ist zu Stoßzeiten auch immer verstopft. Und trotzdem, hier fährt niemand. Aber wieso? Das liegt daran, eine Baustelle versperrt die letzten Meter. Eine Brücke soll hier über die Bahngleise führen. Begonnen wurden die Arbeiten aber erst, nachdem der letzte Straßenabschnitt fertig war. Der Grund ist simpel. Denn als die neue Straße der Nordring 1. BA noch nicht da war, ist ja noch Verkehr geflossen. Und vom Konzept her war es dann so, wenn die neue Straße fertig ist, kann man diesen Abschnitt komplett sperren. Ein Jahr später sollte sie fertig sein. Nun sind aber schon mehr als 2 Jahre vergangen und fertig ist die Bahnüberführung immer noch nicht. Anfangs lief noch alles nach Plan, doch dann stellten sich Fehler in der Planung heraus. Hier hatten wir ein paar Dinge nicht berücksichtigt. Zum Beispiel gibt es hier einen Funkmast, deren Gründung von dem vorhandenen Mast hat Auswirkungen auf unsere Stützwände gehabt. Hier musste eine Umplanung stattfinden. Und das geht nicht ganz so schnell, wie es klingt. Bei einer Umplanung muss die Stadt immer ein Ingenieurbüro beauftragen und auch neue Preise einholen. Pro Änderung vergehen so ca. 3 Monate. Außerdem gab es Probleme bei der Lieferung der Stützwände. Ohne die konnte nicht weitergebaut werden. Wir hatten zum Beispiel hier Spundwände bestellt über die Baufirma. Die kamen von China, da hatte das Schiff Probleme. Vielleicht waren es auch nur Ausreden, die man mir gesagt hat. Es wird immer versucht, zu schieben, zu schieben, zu schieben. Außerdem war ursprünglich ein Tunnel für Fußgänger geplant an der Untereikener Straße. Dieser wurde allerdings aus Sicherheitsgründen dann doch entfernt. Die Leute müssen dann nur einen kleinen Umweg laufen und in Kauf nehmen und können dann auch ihre Ziele erreichen. Was Sie jetzt sehen, ist natürlich für uns ein Meilenstein. Hier werden die Asphaltarbeiten gemacht für die Fahrbahn. Da sieht man schon, es geht dem Ende zu. Die Bauarbeiten sollen im September 2018 fertiggestellt sein. Komplett freigegeben wird die Brücke dann aber doch noch nicht. Denn aus dem bisherigen Industriegebiet neben der Brücke ist Wohngebiet geworden. Und so werden im Anschluss an den Brückenbau noch Lärmschutzwände aufgestellt. Ich gehe davon aus, wenn die Bagger dieser Baufirma abziehen, dass dann nahtlos der Bau der Lärmschutzwand beginnen kann. Auch das wird einige Monate in Anspruch nehmen. Und Gesamtbauzeit hoffe ich, dass wir nächstes Jahr Februar, März dann komplett fertig sind. Na dann kann man mal gespannt sein, ob der Nordring Anfang 2019 wirklich zur Hohenzollernstraße führen wird. Den Anwohnern der Künkelstraße würde es jedenfalls gefallen.